Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Mass Effect Andromeda. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch auf Kadara und auf dem Weg hier hinten zu diesen zwei Dingern, also um genau zu sein, dahin zum verlockenden Deal. Deswegen bleibt mal dran. Wir steigen einfach mal wieder in die Karre ein. Frage ist, das bestimmt wieder alles giftig. Ja, vielleicht doch aussteigen. Wird gemacht. Bams. Nicht schlecht. Ich wollte aber erstmal hier das Sturmgewehr wieder nehmen. Na, dahin, aber was ist da? Fragen wir mal so. Mal Luki Duki machen. Anscheinend nichts. Ja, da geht's noch weiter. Sind wir überhaupt schon richtig? Guck mal, da ist noch ein Fragezeichen. Wir gehen erstmal hier in die Ecke. Dann gucken wir mal dahinter. Irgendwie hängt der heute ein bisschen. Den Blatt. Wow. Ah, sind wir doch in die Suppe gefallen. Mal kurz warten hier. Hier den mal durchsuchen. Und ich noch scannen. Opa. So, weiter geht's. Da ist der Deal. Da bin ich mal gespannt. Wir nähern uns dem Nav-Punkt für das Waffenlager Pathfinder. Hoffentlich ist es die Credits wert. Oh je. Ich glaube, Thracia hat uns in eine Falle gelockt. Ja, ein bisschen Munition und so aufbessern. Perfekt. Was schießen die? Thank you.
hier. Schnell, oh Gott, das will. So, nochmal aufladen. Wir sind noch nicht durch. Ich hab's bauen von hier aus. Jawohl. Einer lebt noch. Ja, ich war schneller. Ja, Stufenaufstieg direkt noch mitgenommen. Ne, hatte dir. Hat nichts liegen lassen. Schade. Dann gehen wir mal ganz schnell hier rein ins Profil. Fähigkeiten. Winterkampf und Techner. Angriffsstütze. Die benötigen Geschütz, sodass Gegner in der Nähe Schaden erleiden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Haben noch zwei Punkte. Energieentzug. Ja, bringt vielleicht nicht so viel. So, Angriffsgeschütz. Dich will ich mal platzieren. Ich würde sagen, bestätigen. Das finde ich halt auch ziemlich cool. Warte mal. Du kommst dahin. So. Das ist natürlich cool. So, okay. Jetzt haben wir eine fliegende Drohne dabei. Unsere eigene Drohne. Boah, hier ist echt einiges drin. Es ist voll. Ich hatte wegen des Hinterhalts eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze ein Betrug war. Wir sollten die Turianerin damit konfrontieren, eine Erklärung verlangen. Besser ist es, aber wir krallen uns erstmal ein paar Sachen. Noch können wir schleppen. Hier kommen wir nicht rein, okay. Haben wir hier jetzt noch was gesehen? Nee. Ne, sind wir hier durch. Aber da hinten war noch ein Fragezeichen. Das will ich mir nochmal suchen. Komm. Das ist ganz praktisch. Wird irgendwie geschossen? Weit ist es ja nicht. Da ist nämlich das dicke, fette Fragezeichen. Das ist der Turm, ne? So. Was bist du denn? Auf jeden Fall Gegner. Von hier aus nur kein. Das
ist ein dickes Monster. Das machen wir, glaube ich, zuerst mal platt. Ganz entspannt. Schön in den Schädel. Ich weiß gar nicht, ob das sieht bei dem. Als hat er uns doch gefunden. Auf ihn! Jetzt haben wir natürlich noch die da am Start. Aua! Haben sie in den Lauf? Sieht nach Gesetzlosen aus. Ja, da gehen uns die Minis ein bisschen aus. Und der lebt sogar noch. Jetzt ist er hinüber. Alle weg. Okay. Du denn? Die sind abgehauen. Ich gucke mich aber erstmal hier kurz um. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Die bösen Gesetzlosen. Okay, machen wir mal die Tür auf. Hallo. Warum hakt denn das Spiel jetzt? So kann mir das mal einer erklären. So läuft das. Das Geschütz ist ja mal Bombe. Gesetzlose Angreifer. Ah, hier haben wir einen. Nochmal was mitnehmen und dann nochmal auf die Tür. Scheint so das Hauptquartier von denen zu sein. Hier haben wir einen Behälter. Aber eine Aufgabe seht ihr hier nicht, ne? Ist das Fragezeichen noch da? Achso, das ist mein Geschütz. Nö. Geht's hier noch weiter? Sieht schon groß, die Map. Cordura-Plattenoberfläche Schwefel. Das machen wir jetzt hier eigentlich noch. Feinde! Ja. Hier geht's noch weiter.
Hey, dich will ich gar nicht, sondern dich nehme ich mit. Gucke, da sind sie nämlich. Noch mehr Gesetzlose. Die haben sich hier echt im Hinterland richtig verbarrikadiert. Aber an die kommen wir nicht ran, ne? Sind echt gut versteckt. Doch jetzt. Wo kam der her? Ausgezeichneter Schuss! Na, da kommen sie! Komm hoch. Sonst passiert dir nichts. Ich werde den so wahrscheinlich nicht treffen. Ah, Bombe. Alle erwischt. Ja, holen wir uns hier noch die letzte Plattform, wie es aussieht. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Erze. Da laufen wir mal hier rum. Am Arsch der Welt lang. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes, aber es sieht wohl näher nicht danach aus. Nur Betten. Betten und Betten. Eine Plattform. Die nächste, ne? Das war schon, wie es aussieht. Oder haben wir oben was übersehen? Geht's nicht? Da geht's auch noch hoch. Warte mal. So, machen wir hier oben rein. Gucken, was wir hier noch haben. Ein sehr gemütliches Aufenthaltszimmer. Das wird meine neue Bastion. Nein, Spaß, leider nicht. So. Wir haben sie durch. Und wo sollen wir jetzt hin? Wir haben hier noch eine Aufgabe. Da gibt es im Endeffekt auch noch eine Aufgabe. Interessanter Posten. Ja, schön für dich. Ich würde sagen, wir kürzen mal ab und machen hier eine Schnellreise hin. Um das hier mal ein bisschen voranzutreiben. Wir haben ja schon eine ganze Ecke hier auf Kadara. Da. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Bevor hier einer Stress macht. Guck mal, da kommen schon wieder Leute, die Stress machen wollen. Fahren wir erstmal hier hin. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien. Ja, wenn wir sie haben. Oh, meine. Ein bisschen Gas geben. Die Crew fühlt sich mittlerweile fast an wie eine Familie, finden Sie nicht? Ja, wir haben viel gemeinsam durchgemacht. Oh, großes Monster. Haben einander schätzen gelernt, sind uns näher gekommen. Einige näher als andere, aber ja, stimmt. Ich mag Sie, Cora, wie eine Schwester. Sie gehören zur Familie. Ja, aber da wir ja hier verschiedene Flirtversuche gestartet haben, ist das jetzt nicht unbedingt ein Kompliment, mein Freundchen. Autofahren üben wir nochmal. Wie soll er da? Fast alles niedergemäht, ne? Eine Reise, die ist lustig. Werfen Sie mal einen Blick darauf nach Kadara Port. Die Exilanten halten sich anscheinend für den König des Berges. Sie meinen wohl eher Königin des Berges. So, wie kommen wir jetzt dahin? Hier geht's so.
Läuft bei uns. So, hier haben wir gestartet und hier machen wir jetzt auch Feierabend. Danke fürs Zusehen und in der nächsten Folge passiert auch mal hoffentlich ein bisschen mehr Action. Ich hoffe es zumindest. Deswegen wieder einschalten. Bis dahin.